Shalom Aleichem, liebe Freund. Unser heutiger Gast ist gekommen von Moskau und mit Vergnügen stelle ich ihm vor, das ist Sascha oder Alexandra Polan. Shalom Aleichem. Der erzählt ein bisschen wegen sich. Ich bin in Moskau und ist erarbeitet in zwei Universitäten. In Moskau war Meluche Universität und in Russischen Humanitären Meluche Universität. Ich kenne Hebräisch, Jiddisch, jiddische Literatur, jiddische Diglossi und ein bisschen Oichet Tanach. Jiddisch habe ich sich ausgelernt an der Universität, dank mein Lehrer, Velvo Chernin, was ist gekommen auf ein schliches Kind Moskau von Jerusalem. Er hat gearbeitet in Sochnut und auch hat er geknallt Jiddische Universität und ich habe sich bei ihm gelernt. Aber in Drembach hat man geredet Jiddisch? In Drembach, mir hat man in Drehen bei mir habe ich nicht gehört kein jiddisch Wort. Das ist interessant, weil gewöhnlich, wenn junge Menschen von meinem Dorf an ihrer erzählen wegen ihrer Kinderjahren, sagen sie, als ihre Seidebobes zu ihm, Tate Mama so viele, pflegen reden jiddisch, die sie sollen nicht verstehen. Das heißt Kryptosprache. Aber bei mir in der Sprache, meine Sprache ist gar eine weltliche, gar eine assimilierte. Das heißt, wegen Bechlal, wegen jiddischer, wie allgemein jüdische Geschichte, Literatur ist nicht herangekommen in euer Heim. Nein. Und bei mir in der Sprache ist Jiddisch eine Kryptosprache, ein Dorf früher. Wenn mein Tate ist gewesen klein, pflegen alle seine Bobes und Mumes und alle andere ältere jüdische, vielzahlige ältere jüdische Gräubes, gerät Jiddisch in sein Haus, den er soll nicht verstehen. Aber das ist ein bisschen interessant, weil sie haben gestammt von verschiedenen Gegenden. Etliche von Litauen und Weißrussen und etliche von Ukraine, von Mittelukraine. Ja, Jiddisch ist verschieden. Die Dialekten sind gar verschieden. Und sie haben sich nicht im Ganzen verstanden. Und um sich besser zu verstehen, pflegen sie reinmischen allerlei russische Wörter. Und Leute, die dosige russische Wörter, pflegt mein Tate Avade als verstehen. Aber nicht damit pflegt er als verstehen richtig. Das heißt, haben den Sinn von haben dem. Haben den Inhalt, ja, dem Iker von dem Schmuss. Und Le Moschel, wenn man vielleicht sagen, Ahitzen Paravos, hat er gemeint, was ist das? Buchstäblich. Ja. Was kann es sein? Was soll es sein? Und buchstäblich hat er das verteidigt, also Agitpoest. Agitpoest, du sagst, was agitiert. Ja, ja Agitation. Ja. Ich weiß, dass ihr nicht hier zu Sprachen, ihr redet frei vier Sprachen. Ja? Aber ja. Ihr habt gelernt und ihr habt mir früher gesagt, bis 15 Sprachen. Ja? Das ist eine Sache vermisst. Ja? Wie mehr? Wie viel lernt ihr Jiddisch? Acht Uhr. Für die acht Uhr, wie viel der Jiddisch hat etwas herangebracht, Neues in euer Leben, etwas gebeten in euer Leben, euer Denken, euer Fühlen, euer Beziehung zu Menschen, zu der Geschichte, zu Jiden Bichlau? Avade. Wie so hat sich das so gedreht? Avada hat Jiddisch gehabt, sehr starke Anspruch auf mein Leben. Es geht um Kolobach Bakum eine Professie. Und ich habe bekommen sehr viele Möglichkeiten, was ich habe nicht gehabt früher. Jetzt kann ich reden mit gar verschiedenen Menschen, was auf sie habe ich nur gehört früher. Und Menschen, was ich bin mit sie jetzt in Kontakt, sind früher von mir gewesen, mit Abraham von Bicher, sie poschet berühmte Gelernte, aber jetzt kann ich mit sie frei reden, das ist wie ein Mitglied von der Dosiger Jiddisch redenden Kiel. Du sagst, Jiddisch hat auch geöffnet, das auch Fenster, ja? Ja. Darf ich von den Menschen, die ihr mit sie wollt, ihr nicht gekonnt reden, eine andere Sprache ziehen, weil Jiddisch macht sie für euch mehr zuträglich, öfter viel intimer schmissen? Bede eigentlich. Bede. Sei das und sei Jens. Und auch trotzdem, auf mein Denkenwesen, meine ich, als Jiddisch hat euch eine starke Anspruch gehabt. Jetzt kann ich nicht formulieren, wie so pünktlich, aber ja, etliche Begriffe kann man herausdrücken, bloß auf Jiddisch und auf andere Sprachen.
Efter is das möglich, aber das klingt sehr modne. Und auf Jiddisch klingt es sehr natürlich. In was hat er gegeben, die jiddische Literatur? Die jiddische Literatur ist eigentlich für mich der Hauptinien. Wenn ich bin gewesen als Student, habe ich angehoben zu beschäftigen sich mit der jiddischen Literatur. Und ich habe gelernt, dass auch sei kidei zu kennen besser die Sprache und sei kidei zu lernen das prächtige Werk. Etliche von sie seien schon übersetzt auf Russisch, aber nicht alle seien die Übersetzungen. Tage gut und Tage passig. Und nicht alle spiegeln sie auch. Du sagst, ob die Möglichkeit zu lernen, du selber oder auf Jiddisch oder auf eine andere Sprache, es wus ist für euch besser. Lehne ich auf Jiddisch. Lehne ich auf Jiddisch. Lehne ich auf Jiddisch. Nicht gekickt, wus ich kann, öfter sein, nicht so ein Gich, ja, aber so. No, es ist Gich genug. Und, ja. Du siehst, ich meine, wenn es nicht so ein Zeit, wus es, man darf nur etwas bekennen, sich. Es war auch bequemer. Wenn ich noch ein Minute lehne ich auf Russisch, aber wenn ich 10 Minuten lehne ich auf Jiddisch. Ich verstehe. Aber ihr vernehmt sich nicht nur mit Lehrerei, ja? Ihr habt mir gesagt, dass ihr vortragt in Expeditions, im Davke jüdische Expeditions. Ja, es erzählt ein bisschen wegen dem. Einer von den Universitäten, was dort nicht arbeitet, der russische humanitäre Meluche Universität, hat mit dem Jahr 7 zurück organisiert die erste Expedition in Tschernowitz. Mein Kollege und mein guter Haver, der Maria Kaspener, was arbeitet euch dort, ist der Arbeit, sie euch in jüdischen Museum in Moskau. Mhm. Hat organisiert die dosige Reise in Tschernowitz, die zusammen kollerlei ethnografische Ideen und Folklortexten. Sie ist eine Folkloristin und wir haben gesammelt kollerlei Folklornarrativen, was man kann sammeln, und kollerlei ethnografische Bischöfkes, was seinen in Grund verfallen geworden. Wir fragen uns ältere Menschen wegen die Traditions, was sie haben gehalten, wenn sie sind gewesen klein. Wer soll pflegen sie Praven alle Jontäuven? In was pflegen sie Gleben? Was ihre Simonim und Sgule seinen gewinnen, wenn sie seinen gewinnen klein? In du sie als gewinnen auf Jiddisch? Nicht als unsere Expedition. Ja, koidem, wenn wir seinen dort, wenn wir seinen dahin gekommen zum ersten Mal, haben wir nicht so gut gekannt Jiddisch. Ich habe gerade Jiddisch, aber es ist auch ärger wie jetzt da. Und auch gut. Das ist prächtig. Großen Dank. Und auch kurz mehr haben wir gehabt noch etliche Studenten, was haben ungeholfen zu lernen Jiddisch Bechlau. Und jetzt da kommt eine Gruppe von erzählten Menschen und das rufen sie kennen Jiddisch, lokal apoches verstehen Jiddisch kennen sie. Etliche von sie sind meine Studenten, etliche von sie sind meine Kollegen und wir kennen reden Jiddisch. Und in das Ruf fallen kennt Jiddisch mamisch beiden dem Gang von dem Interview. Da muss ich gedenken, Fall, wenn wir sind gekommen, kein Britschon. Das ist auf Zoppen Moldova. Ja, das ist gewesen sehr gute und sehr fruchtbärdige Reise in Moldova. Wir haben gearbeitet in Keschenev, nachdem sind wir gefahren auf Zoppen. Wir haben gelebt in Soroki und von Sorok sind wir gefahren in Britschon. In Britschon sind wir gegangen zu einem Informantke, zu einer älteren Frau. Und wir haben angeholfen dem Schmuss auf Russisch, weil nicht alle von den Menschen, die sind gekommen, wir sind gekommen zu dritt. Die zwei anderen Menschen sind gewesen meine Studenten. Und einer von sie hat gerät Jiddisch genug gut. Und der zweite ist gewesen ein Anheber und hat nicht gekannt verstehen. Und wir haben angeholfen dem Schmuss auf Russisch. Und auf Russisch hat die Informantke unsere gesagt, dass keine schon interessante Sachen gedenkt sie nicht. Ihre Kinderjahre sind gewöhnt, poschet schrecklich, machen es doch mal Home und so weiter. Und gar nicht gedenkt sie nicht, Bichlau. Und ich habe sie etwas gefragt auf Jiddisch. Sie hat sich sehr gebeten, Mamisch, in der Regel, als sie sich poschet
Geworden ein anderer Mensch, sie zerrät sich, ja? Ja, sie hat sich zerrät, sie ist geworden, mamisch ein anderer Mensch. Und sie hat gerät, geplappelt und hat auf Socke, zwei Stunden lang. Und in so einem Interview hat sie uns gesagt, ich hab euch lieb. Und sie hat uns geschenkt ein Lecker, was sie hat gebacken, speziell, besonders für uns. Und das ist gewöhnt, Bichlal ein anderer Mensch und Bichlal ein anderer Schmutz. Ich kann erzählen, nur wegen der weltlichen Zwiebel. Und in der dörsigen Zwiebel haben wir ja ein Kreis von jüdischen Reders. Ich habe noch einen Kollegen, der arbeitet mit mir in der Russischen Humanitären Universität. Sie heißt Anna Sorokina. Sie hat organisiert also einen Lehnkreis und Schmuiskreis für jüdisch redende Menschen. Und wenn ich bin als Student gedenke, ich also vielleicht in dem dortigen Schmuiskreis. Ich habe damals nicht so gut geredet Jiddisch, aber ich habe sie gelernt, ich habe sie geschmust mit verschiedenen Menschen. Und jetzt können wir sich kleiben, etliche Menschen zusammen, öfter Zendlich, öfter Tutz und reden auf Jiddisch. Ihr seid sehr beschäftigt. Und ich wünsche euch, dass ihr sollt umgehen weiter, also aktiv und in sein Schäferisch, in der Griechen in Irotis der Tbaches sind dort in Moskau offen, alle Wegen, auch viele reingerechnet der Weg in New York. Wir können schaffen, und der Weg in jüdisch redende Gemüsprüche. Ein größer Dank. Wir haben da Sachasonen, wo sich jüdisch redende Mädels. Also, yes. Ich wünsche euch Atzluche in Masel, in Glück auf alle Wegen. Ein größer Dank, euch und euch, seid gesittet.